Okay. Ja, Leute, was geht ab? 2023, bisschen E-Scooter ballern am Hafenpark. Es wird zu wild. Zu wild. Zu wild. Ja, Leute, was geht ab? Ich bin Tim. Isa. Wir machen heute unsere Basic Tricks, whatever, ein bisschen weiter. Heute zeigen wir euch so ein paar Rail Grinds, wie die einfach heißen, so ein bisschen die Namen dazu. Weil mir ist öfter mal aufgefallen, dass irgendwie so ein paar Kids im Skatepark zu mir kommen und sagen so, yo, ich mach den und den Trick. Den Trick sagen, aber ganz anderen Trick machen. Und deswegen klären wir beide euch halt einfach so ein bisschen auf, wie ein Boardslide funktioniert, wie meine Füße dabei sein müssen, wie die Fußstellung ist. So von den Rail Grinds, was ist so dein Favorite? So Backflip ist schon geil eigentlich. Backflip? Ja. Ja? Welchen hast du als erst gelernt? So von den vier Basics. So die vier Basic Tricks sind ja an einem Rail Frontboard, Backboard, dann Backflip und Frontflip. Welchen hast du als erst gelernt? Backboard. Ja. Ehrlich? Ja. Ich habe als erst Frontboard gelernt. Echt? Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Genau. Let's go. Wenn man bei einem Grind auf einer Rail ist, ist ja ganz normal, dass man quasi auf die Rail springt und dann rutscht. Und jetzt der Unterschied zwischen einem Frontboard und Backboard ist quasi die Fußstellung. Die Füße quasi so stehen oder so. Kommt natürlich auch wieder drauf an, ob ihr Goofy oder Regular steht. Goofy stehen wir, ne? Ja. Und so grindest, quasi, dass die Füße in die Richtung zeigen, nach hinten, und du in die Richtung rutscht, ist quasi ein Frontboard. Und andersrum. So, wenn die Füße dann quasi nach hinten zur Rail zeigen und du in die Richtung rutschst, ist das Ganze dann quasi ein Backboard. Und genauso ist das auch beim 50. Wenn du so an die Rail anspringst, die Füße so mit hinten an die Rail zeigen, ist das ein Back 50. Und andersrum, wenn die Füße so auf die Rail zeigen, ist es quasi ein Front 50. Ich würde sagen, die ganzen Tricks macht ja Isa und ich euch jetzt an einer kleinen Rail vor. Und dann seht ihr mal den Unterschied. Yeah. Let's go. Allgemein, was Grinds an Rails angeht, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, das an so einer Rail, die quasi ein bisschen runter geht, zu lernen, sondern das einfach an einer Flat Rail zu lernen, die vielleicht auch nicht so hoch ist. Guckt bei euch im Local, ob ihr da irgendwas habt. Irgendwie eine kleine Rail, die so auf der Höhe ist, wo ihr dann anspringen könnt, auch mal ruhig wegrutschen könnt, wo dann nichts passiert. Weil wenn ihr bei so einer Rail einfach drauf springt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß oder einfach eigentlich zu 100%, wenn ihr es noch nie gemacht habt, dass ihr euch dann noch hinlegt. Und dann, keine Ahnung, Gefühl dafür zu bekommen, kann ja auch erstmal die ganzen Tricks anzuspringen, quasi erstmal das überhaupt hinzubekommen, okay, das Vorderrad darüber für einen Frontboard, das Vorderrad in die Richtung darüber für einen Backboard oder, keine Ahnung, dann wie bei den Backflip und Frontflip, das Rad erstmal die Richtung dahin zu bekommen oder die andere Richtung und dann auch die Kontrolle überhaupt darüber zu lernen, quasi in den Grind zu rutschen. Probiert's aus und tut euch nicht weh. Probieren geht über Studieren. Ja. So wie das echte auch Leben auch, ne? Also studieren ist Quatsch. Spaß. 50. Von Front 50. Moin. Start. Alles gut, mein Großer. Ich bin ein Video am Filmen. Siehst du das? Okay, ja, mach mal Peace. Ja, super. Frankfurt alle. Ja, Mann, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren und kommt nach Frankfurt, um so ein paar Jungs kennenzulernen wie den da. Schickt das Video eurer Oma.